Moin, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Aufnahme Infestation hier mit dem guten Romiat. Und wer meine Folgen schon eine Weile verfolgt hat, der wird sich jetzt fragen: Ey, Junge, wo sind deine ganzen Charaktere hin? Ja, hat den Hintergrund, ich hatte mir bei Steam ein Pack geholt, wo auch Goldcoins im Angebot gewesen sind, und habe mich gewundert, dass diese nicht auf mein Konto gut geschrieben wurden und bla und hops, ein ewiges Hin und Her mit Steam und Co. und tralala. Bis ich irgendwann mal auf die Idee kam, hier einen neuen Account zu erstellen, der nicht ein Steam-fremdes Spiel ist, sondern direkt von Steam verknüpft. Und so habe ich jetzt praktisch einen zweiten Account, mit dem ich praktisch hier eine Weile schon auch die Testserver besuche. Und ich dachte mir, komm, jetzt sind wir so lange mal auf Private-Servern unterwegs gewesen, schauen wir doch mal auf den Testservern vorbei. Und ja, ihr seht, es ist viel los, hat aber den Hintergrund, dass die Testserver momentan an Loot nicht mehr, ich sag mal, zurückgestellt sind. Das heißt, alles, was man auf dem Testserver findet, durfte man vorher nicht behalten oder ins Global Inventory ziehen. Jetzt mittlerweile ist es so, wenn du etwas gefunden hast, kannst du es mit ins Global ziehen. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt auf den PvP-Modus gehe. Und ja, ich weiß auch, dass Player mich in dem Fall töten können. Ich dachte mir jetzt einfach, komm, wie gesagt, wir haben seit längerem mal so und so Folgen gehabt, auch schon mit mehreren großen Gruppen unterwegs oder mit Mjaldir oder Tralala und Hauptsache. Log dich einfach mal ein, dass du zum einen ein bisschen auf die Server eingehst, die Version 2, und zum anderen auch die ganzen Neuerungen erklärst. Es ist nämlich jetzt das Crafting-System mit an Bord, und wir haben vorhin schon auf dem Private-Server, also Version 1, eine Blaupause gefunden, die der Kollege gelernt hatte. Wir haben ihm die Items gegeben, die er dazu braucht, die man momentan auch überall findet. In dem Fall war es eine Gasmaske. Es hat aber nicht funktioniert. Keine Ahnung. Irgendwie Misscraft, Item und tralala und hopsasa. Pleasant Valley. Jetzt sind wir jetzt gerade. Wir gucken einfach mal, wie gesagt. Und wenn wir jetzt eingeladen werden, scheißen wir erstmal da drauf. Weil die können uns dann sehen. Pleasant Valley. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas gewesen ist in Pleasant Valley. Gucken wir jetzt einfach mal. Also hier sind die Zombies noch ziemlich buggy. Und auch meine Frames gehen in den Keller. Ihr seht oben rechts ab und zu meine Frames aufploppen. Liegt aber nur auf den Testservern in der Resonanz. Nicht auf den Private, öffentlichen Servern. So, und jetzt haben wir hier auch schon in der Nähe irgendwo den ersten Zombie, der da vorne schon steht. Ihr seht, es ist ziemlich ruckelhaft. 18 Frames ist nicht super, super viel. Ja, und ihr hört auch gleich vom Ton, ist es ein bisschen was leiser gestellt, weil es war viel zu laut, viel, viel zu laut. Hier nehme ich nur die 10 EP mit. Wir haben ja genau momentan doppelte EP, die wir da uns ergattern können. Ebenso noch vieles, vieles anderes. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich gehe aber nicht von aus, dass hier in Pleasant Valley irgendjemand ist. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Dann ist es halt so. Unten links seht ihr die neuen Anzeigen. Ganz oben ist es Bluten, dass du dich verwunden kannst. Darunter hast du praktisch fieberische Eigenschaften. Heißt, wenn du dich nicht direkt verbindest, wenn du blutest, könnte sich die Wunde infizieren. Und du kannst dich praktisch nur noch heilen, indem du Antibiotika nimmst, also wirklich das Fieber halt irgendwie runterschraubst. So, was haben wir denn noch? Wir haben diese Art, also das Infektionszeichen kennen wir nach wie vor, wenn du infiziert bist, ne, CO1 Vekin und Tralala und Hopsasa. Dann haben wir den Bürger, das ist praktisch Lebensmittelvergiftung. Ganz unten, das waren wir uns noch nicht einig, was dieses sein könnte. Also die beiden letzten könnten Lebensmittelvergiftung sein. So, jetzt gucken wir hier einfach mal. Einfach ganz munter in die Häuser rein. Ob wir hier irgendwas finden. Der Charakter ist noch gar nicht geskillt. Ein Butterfly-Messer ist natürlich um einiges besser wie jetzt der Metallschläger. DK ist übrigens jetzt auch mit an Bord. Electro-Aid nehmen wir mit. DK heißt, die Waffen können zerstört werden. Es gibt solche Workbenches, wo du dich vorstellen kannst zum Reparieren, was natürlich momentan Geld kostet. Natürlich wird das später, denke ich,
so sein, dass du skillst und praktisch damit zusiehst, diese Sachen umsonst reparieren zu können, je nachdem. So, Pleasant Valley ist für mich jetzt hier auch Neuland. Version 2 Server, ihr seht selbst, die Karte ist riesengroß. Ach, eine vierte Safe Zone ist jetzt hierbei. Aha, der Outpost, alles klar, gut zu wissen. Das ist für mich auch neu, die wurden jetzt aktiviert übrigens. Wir hoffen jetzt, dass kommende Woche irgendwann Version 2 komplett live geschaltet wird. Boah, ich dachte schon, hier läuft der Fernseher. Ebenso wurde der Rhythmus zwischen Tag und Nacht ein bisschen verändert. Die Nacht dauert nur noch eine halbe Stunde, glaube ich, und der Tag selber anderthalb, irgendwie so, statt zwei. Kuga 22 Gewehr nehmen wir natürlich auch sehr, sehr dankend an. Wie viel Schuss haben wir? 10 Schuss, sehr gut. Das ist ein Zombie. Das sind alles Zombies. Aus der Bretterbarrikade erkennen wir nichts. Da hinten kommt keiner. Alles klar, wie gesagt, sollten wir sterben, dann ist es halt so. Wir haben eh nichts zu verlieren hier. Außer jetzt den Loot und das Geld behalten wir. Die EP auch, von daher scheiß der Hund drauf. Ja, jetzt ist es so, eine Zeit lang konntest du hier getötet werden und es ist nichts passiert. Jetzt ist es so, wirst du getötet, ist es so wie auf den offiziellen Servern, den öffentlichen, dass du alles verlierst, was du gefunden hast. Und ja, noch ein Electro-Aid. Sehr gut. Hier, das sind die Teile zum Craften. Die neuen Items. Oh, lauter Geldbatzen. Natürlich mitnehmen. $25. $26. Nochmal Electro-Aid. Gunpowder. Also ihr seht, da wird einiges möglich sein, was Munition angeht. Und auch eigens kreierte Medikamente oder Verbände und tralala und hopsasa. So, ich sollte eigentlich auf einen Private Server unterwegs sein. Und Janik, wenn du das siehst, sei nicht enttäuscht bitte. Es ist momentan so, dass wir die Server sehr, sehr oft brauchen, um Aufnahmen zu machen, beziehungsweise Events zu planen, was wir bald vorhaben. Und deswegen der Server ein komplett neues Passwort bekommen hat. Ich bin nicht mehr allein unterwegs, was das angeht. Und bitte habt da ein bisschen Nachsicht mit. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, dir selbst einzukaufen. Je nachdem. So. Das ist auch Geld, das wir mitnehmen natürlich. Brauchen wir jetzt auch zu reparieren. Wo sind wir hier? Wir gehen jetzt mal nach Fortsdale rein. Immer schönes Grünzeug, ne? Wie gesagt, es könnte jeden Moment passieren, dass wir hier einen schönen Headshot bekommen und ihr seht selbst, was auf dem Server los ist. Wir sind jetzt 54 Mann, weil der 0. Platz auch mal mitgezählt wird. Server sind gut besucht, halt wie gesagt, weil man die Möglichkeit hat, alles was man hier lootet, mitzunehmen mittlerweile. Es gibt gute Loot-Spots, die jetzt auch sehr, sehr intensiv besucht sind, wo man gute Waffen lootet. So, jetzt muss ich hier in Fortsdale mal kurz gucken. Von hier kenne ich noch nichts. Das Gute ist jetzt hier natürlich, dass es keine Sniper auf den Karten gibt. Ja, ihr merkt schon, ich bin nicht der große PvP-Player, was hier Infestation angeht. So, was wir kurz machen können ist, da lege ich mich mal zu hin. Die Sachen hier aus dem Inventar oben frei rausziehen. Hier trinken wir mal kurz. So. Hab die Tage, oder gestern muss ich sagen, ein Video von Gino gesehen, der unterwegs gewesen ist. Auch hier auf dem Version 2 Server, glaube ich, oder irgendeinen offenen Server, wo die Zombies total verbuggt gewesen sind. Echt eine Heidenlichtgeschwindigkeit ans Tageslicht gelegt und die konnten auch nicht mehr wegrennen. Sodass sie praktisch von den Zombies gelegt wurden. Krass, ich bin es gar nicht gewohnt, mit so wenig Frames aufzunehmen hier.
Aber ich gehe davon aus, die haben hier die Kapazität ein bisschen runtergeschraubt, was die Frames angehen. False Day, da sind die ersten Zombies. False Day ist jetzt ein Örtchen. Wir kennen es normalerweise. Man geht vorne rein, hat hier links hoch noch die ersten anderen Häuser an. Gucken wir einfach mal. Da ist auch ein Zombie. Jetzt hier von der Seite rein. Jetzt machen die sogar schon Werbung für YouTube-Channels. Wäre genauso übel, wie wenn ich jetzt hier Werbung machen würde, aber entweder die Leute finden einen selber oder halt nicht. So, jetzt gehen sie jetzt auf 15 Frames pro Sekunde runter. Zombie bleibt stehen. Glaube ich schon wieder langsam dunkel. Ja, Tatsache, 20:33 Uhr. Obwohl hier auf den Testserver die Nacht eigentlich gar nicht so dunkel ist. Wir sollen es auch auf den öffentlichen Servern eigentlich gefixt haben. Also, dass die Nächte da ein bisschen heller sind. Kommt mir nur ein bisschen komisch vor. Sind zum Beispiel gar keine Zombies. Gucken wir hier, ob wir hier irgendeinen Rucksack finden. Sind normalerweise immer Teddybär-Rucksäcke oder keine Ahnung was. Nein, sind keine. Da sind Zombies. Okay, da sind Zombies. Da sind Zombies. Gehen wir mal in die Police-Autos gucken. Hier sehe ich schon etwas. Leuchtpistole. Der hat uns gefunden. Ointment mitnehmen. Der läuft ganz komisch. Ich höre hier irgendwelche komischen Geräusche. Keine Ahnung, ob da wer ballert. Die nehme ich mit. Ficker, ich hab's gewusst. Yeah, man, I'm friendly, thanks. Naja, sind mal gestorben. Gucken wir mal, dass wir ablaufen. Sachen haben wir verloren. Ist geschlagene 15, noch nicht mal 15 Minuten überlebt. Egal, probieren wir noch.